So, was geht ab, ihr kleinen Schnittchen? Willkommen zurück zur neuen Folge Jurassic Park, beziehungsweise Jurassic World, I'm sorry. Da, den Velociraptorsaurus. Lassen wir jetzt auch nochmal raus. Die werden alle jetzt hier rübergetragen, hoffe ich. Produkttransport im Gange. Und dann habe ich nämlich quasi eine Art Produkt eigenen... unterwegs. Eigenen kleinen Raum hier, der nur dafür da ist. Wie ist eigentlich da? Der Velociraptor. Darf ich den denn noch mit irgendwas machen? Okay, und er jagt im Rudel. Ich verstehe. So, die werden da jetzt abgesetzt. Sehr cool. Und dann werden wir nochmal hier die Insel wechseln, weil ich da auch noch nicht die Aufgaben abgeschlossen habe, um dann jetzt einen Teil der Kohle und einen Teil der Forschung mitzunehmen. Und dann kann ich da nämlich auch mal so einen Kampf machen. Und dann hoffe ich einfach mal, dass einer von denen gewinnt. So, Isla Muerta oder so. Kampfsiege. Du wirst modifiziert. Also aber ganz so teuer schon wieder, ey. Den ganzen. Also, ey, guck mal, also null die gehen. Und so, er wird da ausgebrütet. Wir können es mal ganz kurz hier die Fossilien ansehen und die geil verticken. So. Die meisten Kampfsiegen lassen seinen Dracorex mit Reaktionsgeschwindigkeit. Was war nochmal ein Dracorex? Der. Okay, mit Reaktionsgeschwindigkeit, da habe ich noch nicht genug Stuff für. Das heißt, wenn jetzt gleich mein Helikopter wieder da ist, werde ich da als allererstes mal für sorgen, dass der... Habe ich eigentlich nochmal hier... Ne, ich habe ein zweites Kraftwerk gebaut, wa? Und... Wo war denn nochmal der Dracorex? No. No. Da war unternommen. Da. So, dann gönnen wir uns jetzt, wie gesagt, mal ein paar Kampfsiege in dem Gehege da unten. Wir hatten alternativ, nehmen wir den hier. Boah, Alter, Junge. Wenn der nicht klappt. Ah, ne, Moment, ich habe eine bessere Idee. Das gönnen wir uns beides als erstes. So. Es gibt sonst noch diese Sichtbarkeitsgeschichte. 99%. Ja, das ist fein. So, Erfolgsrate 1.0 auf jeden Fall. So, und dann haben wir... Man kann immer noch ein paar Probleme mehr lösen. Ja, das schauen Sie hin. Sich den Auftrag an. Das sollte wohl machbar sein. So, dann machen wir gleich verbesserte Leistung 2. Und gleichzeitig... Nichts gleichzeitig. Einfach zweimal verbessern. Leistung 2. Rangerstation. Ja, Kraftwerk Nummer 2. So, Souvenirladen 1.
Okay. Wie viele Gäste haben wir denn hier eigentlich im Park? 900. Eigentlich dürfte das doch gar nicht so schlimm alles sein, was hier passiert. Muss man auch mal ehrlicherweise sagen. So, wie sieht's aus? Jawohl, zu den Fossilien. Das, genau, das, das. Das weg. Und gleich machen wir jetzt noch einmal nur damit. Weil. Es gibt nur plus 1%. Oh Gott, okay. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. So, guten Tag. Und den hätte ich dann auch gerne. Der 63 sogar. Guck mal, da kann man doch bestimmt irgendwas Geiles machen. 67. Ja, aber komm, 67 ist ja schon mal richtig krass. 69. Okay. Den 63-prozentigen. So, und der ist in Panik, oder? Hat keine Geborgenheit, warum? Zu wenig Wald. Okay, ich verstehe. Wie ist das mit dem? Wie ist das mit dem Wald eigentlich relativ Wurst, wa? Also, bauen wir mal ganz kurz. So, und der und der kommen dann weg. Und schon müssten wir ja... Da. Durch mehr Wald gleich mehr Geborgenheit. Nicht wahr? Nicht wahr. So. Ansonsten lassen wir jetzt noch einen Drack. Ach, scheiße, einen Dracorex brauche ich immer noch. Na, 60% hat er mittlerweile. Reicht das für die... Ne, wie viel brauche ich denn dafür? 73! Alter! Okay. Der jagt schon wieder. Oh, das ist aber feini. Okay, 5. Wie sieht es hier aus mit dem Fressen? 3 noch, okay. Ich hätte gerne Ranger Team 1. Aufgabe hinzufügen. Reagiere auf Nachschub an. Frage. So, zu den Fossilien. Kann man beides auf jeden Fall. Gleich nochmal da. $400.000 kostet, okay. Das UCO-Zentrum. Gönne ich mir dann auch gleich mal. Ah ja, genau. Moment, aber Expeditions... Stimmt, kann ich das eigentlich auch ausbauen? Job erledigt, wenn es nach mir geht. Okay. Sehr gut. So, Job erledigt, wenn es nach ihm geht, ja. Aufträge, wir brauchen noch einen neuen. Sicherheitsauftrag. Ich mag diesen Auftrag. Das sollten Sie auch. Das sollte ich relativ zügig sogar hinbekommen. So. Verbessern die DNA-Extraktion. Nein, das brauche ich aber noch nicht. Was kann ich da einbauen? Ne, das brauche ich auch noch nicht. Und in der Forschungsabteilung. Ah, ihr seid, da geht es halt ums Forschungstempo oder so. Oh, guck mal. Wir sind hier bei. Bei. Prozent. Dass ich. Nope. Da. Das bauen wollte. So. Wo kann ich denn damit hin? Dahin? Nö. So. Ah, zu den Fossilen. Ja, das ist fein.
Die bitte beide nehmen und dann tatsächlich direkt nochmal. So, und jetzt gleich wird der hier gegen den anderen hoffentlich kämpfen. Der müsste doch auch ein Tick größer sein, oder? Oh. Der ist ja eigentlich sehr klein. Okay. Raptoren haben einen schlechten Ruf, weil niemand versteht, dass sie Alpha-Raubtiere sind. Unser Job ist es ihnen, den Raptoren zu zeigen, dass wir ebenfalls Alpha-Raubtiere sind. Okay. Schön, dass wir da einfach Optiere sind. Ich brauche davon noch zwei, sonst gibt mir der ein Junge. Wo sind die denn? Da unten. Ah, die hassen sich gegenseitig, oder was? Wasser? Was? Der mag nicht so viel Wasser, oder was? Okay, der ist einsam, das verstehe ich, ja. Und Wasser ist der Status hier. Wieso ist bei dem der Wasserstatus so gering? Gibt irgendwas zum Besaufen? Ja, zum Kampf! Ja, komm schon. Nein. Wer gönnt sich hier denn wen? Los, kämpft! Geil. Toter Dino. Alter Junge. Okay. Produkt muss eingesammelt werden. Die Ranger-Station. Füge Aufgabe hinzu. Heilen. Okay, das heißt aber, wir brauchen davon noch einen, damit er einfach nochmal gewinnt. Und hier brauchen wir einen. Davon reicht doch nicht. So, das verticken wir auch nochmal. Jawohl. Jawohl. Und nochmal. So, wo ist denn der? Hoppala, wo ist denn der Boy? Da. Mir gefällt die Geborgenheit hier auch nicht. Ich verstehe das. Wir brauchen einfach mehr Geborgenheit. Wo sind wir jetzt hin? Da. Zu wenig Geborgenheit, weil zu wenig Wasser oder zu viel? Der ist durstig. Der will was trinken. Das ist jetzt echt das krasse Problem, oder? Er streift auch umher. Guck mal, da ist doch Wasser. Ich verstehe seinen Concern nicht wirklich. Ja, das haben wir gleich, dürften wir gleich geschafft haben. Soll ich den nochmal heilen? Dinosaurier gedeihen nur bei optimalen Umweltbedingungen. Okay, das verstehe ich, ja. Okay, wenn die Gesamtgeborgenheit unter dem Schwellwert liegt, versucht der Dinosaurier auszubrechen.
Ja, jetzt gönn dir aber erstmal ein Wasser. Also, es wäre cool. Ja, genau. Trinken. Oh, Stromausfall. Oh, Jungs. Da müsst ihr hin. Trinkst du jetzt endlich? Ich bin ganz ehrlich, vor dir ist jetzt hartes Wasser, ja? So. Was soll ich sagen? Gut gemacht. Danke. Ich habe eine einzigartige und anspruchsvolle Herausforderung. Seien Sie gewarnt. Das könnte hart werden. Ja. Aber es hat ja auch niemand behauptet, dass der Job immer einfach sein würde, stimmt's? Dilophosaurus und der andere ist ein Velociraptor. Lust auf die Herausforderung. Gut, gut. Diese Aufgabe wird Ihre Fähigkeiten und Ihren Willen testen. Wir erzeugen ein Szenario, in dem wir Dinosaurier gegeneinander antreten lassen. Echter Kampf, wie in der Natur. Der Stärkere überlebt. Jo, bin ich für. Bin ich absolut für. Und zwar Schritt jetzt sofort schon. Konstruieren oder modifizieren Sie ein Gehege für die Ausrichtung von Dinosaurierkämpfen. Ja, Sie müssen ja die Dinos in diesem Gehege ausbrüten, schlüpfen lassen und aufziehen. Überschreiten wir eine rote Linie? Es fühlt sich nämlich so an. Wir schaffen Rahmenbedingungen, um die Tiere gegeneinander antreten zu lassen, ihren urtümlichen Jagd- und Tötungsinstinkt auszunutzen, Ja, warum eigentlich? So. Geschäfte sind oft nicht sauber oder einfach. Okay. Aber immer notwendig. Lass mich auch noch also sehen Sie sich diesen freilassen. Auftrag an. Gut, mach ich gleich. Der ist ein Sicherheitsziel. Warum ist der ein Sicherheitsziel? Der ist gleich nicht mehr da. Oh. Gönnt ihr euch jetzt gegenseitig, oder was? Machen wir nicht. Sag mal cool. So. Dann gönnen wir uns jetzt hier noch so einen geilen Velociraptor. Erstmal dürft ihr fighten. Komm schon. Oh, niedrige Gesundheit. Komm schon. Oh, oh, oh. Wer gewinnt? Komm schon, du musst gewinnen, du musst gewinnen. Ja, jetzt sind nicht umhergesprochen. Gott. Ranger Team. Aufgabe. Einverstanden. Kein Problem. Gott, ich hasse euch. Da. Genau, Dracorex. Jetzt mit Geschwindigkeitsgenom, wa? So. Das ist eine gute Verdauung. Das ist jetzt uncool. Zähigkeit. Dracorex. Nochmal gucken. Dracorex. Naja. Ja, brauchen wir einfach. Zum Kampf. Jawohl. Fick ihn.
Ah. So genau. Wie ich das sehe, wären wir alle nicht mehr hier, wenn uns was an Ethik so sollte das. Ich meine, setzen wir nicht bei allem, was wir mit diesen Dinosauriern tun, etwas aufs Spiel? Dr. Malcolm nennt das vielleicht eine Perversion der Wissenschaft. Ich nicht. Ich finde, wir sollten die Dinos tun lassen, was sie wollen. Und das haben sie auch getan. Was alles andere angeht, Dinosaurier sind halt Dinosaurier. Absolut, absolut. So, gönn dir. Wir beobachten, um unsere Gegner besser zu verstehen. Und ja, diese Dinosaurier sind unsere Kontrahenten. Wir müssen so viel über ihr Verhalten erfahren, wie wir können. Ach so. Okay, dann muss ich die Mission nochmal neu starten. Nur die Stärksten überleben. Das ist nicht nur ein Motto, das ist unsere Realität. Nochmal. Schritt 1. Konstruieren oder modifizieren Sie ein Gehege für die Ausrichtung von Dinosaurierkämpfen. Sie müssen die Dinos in diesem Gehege ausbrüten, schlüpfen lassen und aufziehen. Ja, überschreiten wir eine rote Linie? Nein, tun wir nicht. Halt's Maul. Es fühlt sich nämlich so an. Wir schaffen Rahmenbedingungen, um die Tiere gegeneinander antreten zu lassen, ihren urtümlichen Jagd- und Tötungsinstinkt auszunutzen, um... Genau das tun wir. Ja, warum eigentlich? Um Spaß zu haben. Mein Gott, ey. So, noch schönes Hotel hier hin. Bam. Und das war's auch für heute. Ich bedanke mich. Lasst ein Like da. Bis morgen.